Servus Leute, grüßt euch und willkommen zu Lost Tape Nummer 21. Das erste Lost Tape in diesem Jahr. Und ich möchte starten mit einem Thema, das ihr mir immer wieder auf Instagram und Facebook schreibt. Und zwar beschreibt ihr Panik- und Angstsymptome und fragt mich nach einem Tipp. Und ihr kennt meine Videos, einen allgemeinen Tipp und einen Trick, mit dem die Angststörung und die Panikstörung weggeht, wisst ihr, gibt es nicht. Und auch diesen kleinen Trick wird es in diesem Video nicht geben. Aber ich habe selber mal reflektiert und habe versucht, diese Frage wirklich zu beantworten und habe mir die Frage gestellt, von meinem heutigen Mindset, was ich heute habe, das heißt auch generell, wie ich vielleicht zum Leben stehe oder wie viel Druck ich mir mache oder eben nicht so viel Druck, was ich mir mache, dass die Angstsymptome nicht so provoziert werden und gar nicht erst hochkommen, hat ja einen Grund und das hat was mit hier oben zu tun. Und wenn ich heute mit meinem 18-jährigen eigenen Ich, mit dem kleinen Marius sprechen könnte, was für zwei Dinge würde ich ihm an die Hand geben, die er damals nicht gesehen hat, die ich heute aber sehe. Und es ist eine andere Art von Tipp, könnte man sagen. Aber ich lasse euch mal einen Teil haben an meinem Mindset und will das Intro wirklich mal kurz halten, weil das Video lang genug ist. Schaut es euch bis zum Ende an, vielleicht könnt ihr mir folgen, ich hoffe es. Das wird natürlich keine Angst- und Panikstörung lösen. Aber wenn ihr das verinnerlicht, zumindest war es bei mir so gewesen, nimmt mir das ganz viel Druck innerlich weg. Und es führt dazu, dass Angst- und Paniksymptome erst gar nicht so auftreten. Vor allen Dingen Situationen, die mir unheimlich wichtig erscheinen, wo ich funktionieren will und besonders Angst habe, dass keine Angstsymptome, beziehungsweise nicht möchte, dass Angstsymptome kommen. Und genau da ist auch das Problem. Aber ihr seht selbst, Lost Tape One Take, ihr kennt das Prinzip. Viel Spaß damit. Bis dann. Ciao. Servus Leute, grüßt euch. Und heute möchte ich mal über eine Sache sprechen, die mich immer wieder fragt in DMs bei Instagram. Und zwar so eine der häufigst gestelltesten Fragen oder Anfragen, die ich bekomme bei Instagram ist, ich habe Panikattacken, ich habe eine Angststörung, ich habe Angstsymptome und dann schreibt ihr mir das und sagt mir, hast du einen Tipp? Und ich sage, ihr kennt meine Videos und das ändere ich an der Stelle nicht. Eigentlich ein Tipp im klassischen Sinne. Also wenn man das so versteht als Abkürzung oder als Lifehack und damit ist das gelöst oder damit ist man sehr nah an der Lösung dran oder damit gehen die Symptome weg oder so. Das gibt es eigentlich nicht. Ne? Es gibt dieses, man kann Sport machen, also dieses Ding, was Symptome mildert. Sport machen mildert Symptome, gesunde Ernährung mildert Symptome, Atemübungen, Entspannungstechniken, all diese ganzen Dinge, die ihr kennt, das mildert das Ganze, führt nie zur Lösung, sondern das muss man dann immer wieder machen, damit es gut bleibt. Das ist das eine. Das andere, was ich immer sage, Therapie machen, Bedürfnisse kennenlernen, Prägung kennenlernen, das innere Kind kennenlernen, all diese Dinge. So, aber ein Tipp, so, den ich über die Jahre bei mir festgestellt habe, den man, glaube ich, auch vielleicht in der Therapie so klassisch gar nicht vermittelt bekommt, kann ich euch mal sagen in diesem Video. Das ist mir ganz wichtig. Also mal so ein Tipp, der löst nicht die Angst- und Panikstörung, aber es ist so eine Sache, die mir viele Sachen leichter gemacht hat im Leben, es mir leichter gemacht hat, dass ich auch nicht mehr so nervös war, also auch heute noch Dinge entspannter sehen kann und Angstsymptome auch damals schon dann nicht mehr so hochgekommen sind. Und ganz schwierig bei einer Panik- und Angststörung ist es immer in Situationen, die man für sehr wichtig erachtet, also im Job zum Beispiel, bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn man ein Personalgespräch hat mit dem Chef. Oder bei einem Kollegen, dem man sehr wichtig ist oder der einem sehr wichtig ist, der vielleicht informell die Anlaufstelle für alle ist. Oder im Freundeskreis irgendjemand, der immer alles organisiert. Oder bei den Schwiegereltern oder. Ganz viele Menschen und Situationen im Umfeld, im Alltag, die uns alle wichtig erscheinen. Und das ist auch begründet, weil all diese Menschen und Situationen, kann man jetzt noch mehrere aufzählen, haben irgendwie potenziell eine gewisse Gewalt über uns. Also zum Beispiel hat der Chef ja im Job Gewalt über uns. Und deswegen ist da auch eine berechtigte, Stück weit irgendwo auch berechtigte Sorge, wenn der von uns selber schlecht denkt und wenn der von mir schlecht denkt, dass man dann halt irgendwie ja, Angst hat, wie komme ich da an. Und das funktioniert auf mehreren Ebenen. Also einmal habe ich immer versucht, dann, dass er mich als Mensch irgendwie mag und dass ich gut ankomme und dass ich fachlich auch noch glänzen kann mit Leistung, so auf diesen Ebenen. Und das verursacht natürlich innerlich enorm Stress
und enormen Druck. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr mit solchen Menschen redet. Ich habe teilweise Gespräche gehabt mit meinen Chefs, da wusste ich gar nicht mehr hinterher, was die inhaltlich gesagt haben, weil ich mich nur darauf konzentriert habe, wie ich auch ankomme und dass ich auch noch so aufmerksam bin und gleichzeitig eloquent, aber auch lustig, aber nicht zu lustig, weil es dann wieder albern wird, noch eine gewisse Seriosität und danach mir überlegt habe, war das jetzt zu viel von dem und zu wenig von dem? Vielleicht war das ja zu albern an der einen Stelle gewesen, vielleicht war der Witz zu übertrieben, jetzt denkt er, ich bin Clown, aber vielleicht war ich zu ernst gewesen, ich könnte auch mal ein bisschen Lockerheit reinbringen. Ständig nur darauf geachtet, wie ich wirke und überhaupt gar nicht mich einmal die Frage gestellt, wie wirkt denn der überhaupt auf mich? Also wieder so meine Bedürfnisse überhaupt hinterfragt. Was ich damit sagen will mit dem Ganzen ist, misst vielen Situationen nicht so viel Bedeutung zu. Das klingt jetzt sehr platt und es klingt sehr einfach und rationell kann ich euch das gleich erklären. Und das habe ich schnell verstanden. Auf der emotionalen Ebene ist das nicht so leicht umzusetzen. Das weiß ich, das kann ich auch verstehen. Das ist leicht gesagt, aber es klingt jetzt erstmal sehr platt. Was meine ich damit? Sehr oft war das so gewesen, dass ich in Situationen quasi, wo ich irgendwie Leistung bringen wollte oder funktionieren wollte und keine Angstsymptome und Nervosität haben wollte, es nicht geklappt hat, weil ich von vornherein schon mit meiner Angststörung noch so viel innerlichen Druck, den ich mir selber gemacht habe, durch meine Angststörung, durch meine Prägung im Endeffekt, weil der innere Kritiker gesagt hat, du musst gut vorbereitet sein, du musst es gut rüberbringen, du musst, weil der denkt sonst das über dich, was alles vielleicht gar nicht gestimmt hat, was ich mir nur selber die ganze Zeit eingeredet habe, weil die innerliche Stimmen hochgekommen sind, die mir Dinge prophezeit haben, die ich mir mein ganzes Leben lang selber schon prophezeit, von denen ich Angst habe und immer mich davor schützen will, dass das nicht kommt, dass nicht jemand sagt, du bist blöd, du kannst nichts und sowas. Ne? Und das musst du unter allen Umständen verhindert werden. Und ich sage euch zum Beispiel beim Thema Bewerbungsgespräch, auf die Bewerbungsgespräche, wo ich mich inhaltlich am besten vorbereitet habe, mit einem Kumpel geübt habe und der gesagt hat, nein, sag das an der Stelle lieber so, sag die Firma vielleicht nicht, sag das lieber so, dann war ich so nervös, dass ich ja nichts vergesse, dass ich gar nicht ich selbst war. Ich war so nervös, ich habe das ganze Bewerbungsgespräch total schnell geredet, war total laut, weil man dann ja auch so anfängt so rumzuhaspeln und so und es ist, war total schlecht gewesen. Und ihr wisst vielleicht, ich habe vor kurzem eine neue Stelle angefangen und ich sage euch ungelogen, ich habe mich auf dieses Bewerbungsgespräch überhaupt gar nicht vorbereitet. Null. Und es soll jetzt gar nicht arrogant oder überheblich klingen, aber seht es mal aus der Perspektive. Wir machen uns nie Gedanken, wir denken immer so, wir machen uns nie Gedanken, dass das Gegenüber uns ja tatsächlich kennenlernen soll bei einem Kennenlerngespräch. Das soll ja nicht einen vorgefertigten Fragebogen, das, was man auswendig gelernt hat, kennenlernen. Und da muss man ständig diese Fassade halten. So. Das klingt jetzt ziemlich, also eigentlich ist es logisch, wenn man sich das so überlegt. Ja, klar habe ich mir ein, zwei Sachen angeschaut. Ne? Was macht die Abteilung? Was stellen die her? So ein bisschen, was sollte man vielleicht wissen? Und ja, aber ansonsten Stärken, Schwächen oder irgendwas oder wie begründe ich das im Leben? Gar null. So, ich habe dann ganz normal gesprochen, wie ich halt bin und habe die Dinge so argumentiert und habe mir auch hinterher gar nicht die Frage gestellt, wie ist das jetzt angekommen? Das macht das einfacher, dass die dann wissen, wer ich bin, wie ich ticke bestenfalls. Und wenn die mich dann nehmen die mich so, wie ich bin. So, das nimmt enormen Druck aus der Situation raus. Wenn man sich das wirklich selber erlaubt, so zu sein, wie man, also so wenn man so, genau, sich das erlaubt, so zu sein, wie man ist. Und das erlaubt man sich ganz oft nicht, weil man ständig im Kopf irgendwelche Befürchtungen hat, die sowieso nicht eintreten. Und man selber ja gar nicht weiß, wie, also die Schwierigkeit ist, dass man ein Selbstbild von sich hat, das meistens überhaupt nicht stimmt. Man hat ja immer dieses Worst-Case-Szenario-Selbstbild von sich. Und das tritt ja nie ein. Oder habt ihr schon mal eine Situation gehabt, dass ihr in eine Gruppe gekommen seid und jeder über euch gedacht hat, ihr seid völlige Vollidioten? Das gibt's eigentlich nicht. Genauso wie, dass jeder euch lieb hat. Das gibt's eigentlich auch nicht. So. Aber man befürchtet ja sowas immer, ne? Das ist der ganze Quatsch an der Sache. Deswegen misst diesen Situationen nicht so viele Menschen Bedeutung zu. Jeder Arbeitsplatz, ich verstehe jetzt auch die Leute, kennt ihr so ein bisschen ältere Menschen, ein bisschen mehr Lebenserfahrung? Und früher hat mich das ein bisschen getriggert, wenn die das immer gesagt haben. Die haben immer gesagt, ach, so leicht von oben herab manchmal, gar nicht mit Absicht, aber heute verstehe ich das ein bisschen mehr. Ne? Die haben dann immer gesagt, ach, die waren immer so entspannt in Stresssituationen. Oder wo ich mich dann gefragt habe, wie ist das jetzt angekommen? Was denkt der? Da wurde geschimpft und der ist dann so im Raum. Oh, die waren immer ein bisschen entspannt gewesen. Und haben immer gefragt, wie können die das? Die haben immer gesagt,
Das kommt mit dem Alter. Und so langsam verstehe ich das. Ich meine, ich bin jetzt nicht furchtbar alt, aber ich habe jetzt genug Situationen durchlebt, um festzustellen, egal ob sie gut waren oder negativ waren, ganz wenige Situationen sind mir heute noch wichtig, die mir damals unheimlich wichtig waren. Als ich mit 16 oder mit, ich weiß nicht, mit 16 oder so irgendwelche Eltern meiner damaligen Freundin kennengelernt habe. Boah, was war ich damals nervös. Ist das heute noch wichtig? Natürlich nicht. Damals in der Schule, diese eine Stunde, könnt ihr euch selber mal durchgehen, was für Situation. Ist das heute noch wichtig? Nein, es ist scheißegal, wir lachen darüber. Nein, und so gehen wir heute aber immer noch durchs Leben. Und mit dem eigenen Älterwerden und dem Bewusstmachen irgendwann der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit. Vielleicht kennt ihr das, wenn man mal so einen Schicksalsschlag hatte im Umfeld oder man selber, weil man vielleicht es einem richtig schlecht gegangen ist. Wie ich zum Beispiel bei meiner OP, mit der Rücken-OP, habe ich euch ja erzählt, wo man mal so aufs Wesentliche runtergeholt wurde und nichts mehr ging. Dann wird man damit mal konfrontiert. Dann versteht man das. Und dann, erst dann fängt man an, gewisse Dinge in Relation zu setzen und die nicht mehr so als so schrecklich wichtig zu erachten, im Freundeskreis überall beliebt zu sein. Und das Kuriose ist, und jetzt sage ich euch auch eine Sache, die ich wirklich für mich festgestellt habe. Und es soll nicht zynisch klingen, ja, aber eigene Ansprüche. Bei mir lange Zeit, und heute kämpfe ich immer noch damit, wirkt das Prinzip Liebe und Leistung. Die hängen unmittelbar zusammen. Was ist jetzt aber, wenn die Leistung wegfällt? Wie viel Liebe bleibt dann noch, wenn nichts von außen kommt? Nichts vom Chef, von den Kollegen, vom Freundeskreis, von Kumpels, sonst von wem? Habe ich genug Liebe für mich selbst überhaupt übrig? Oder hängt das davon ab? Das ist ganz wichtig. Und ich sage euch eins, wenn ihr auch so Typen oder Frauen, Männer seid, die unheimlich hohe Ansprüche an euch haben, die auch das Glück und das ja, Glücklichsein vom Außen abhängig macht, da macht man sich so einen Druck, man will immer überall glänzen, funktionieren, der Beliebteste sein, der Tollste sein und sonst irgendetwas unterbewusst, alles für jeden da sein, jeden einen gefallen, jeder soll einen mögen und sowas. Wenn man aber irgendwann mal anfängt, sich diesen Druck zu nehmen und diese Dinge entspannter zu sehen, sich auch selber zu erlauben, Dinge auch mal nicht zu machen und vielleicht nicht perfekt zu machen. Erst dann fängt es an, gut zu werden. Habe ich selber beobachtet. Ich habe, wie gesagt, die besten Bewerbungsgespräche gehabt, wo ich mich nicht vorbereitet habe, wo ich einfach nur ich war. Da bin ich mal am besten angekommen. Ich habe auf der Arbeit die besten Schulungen gemacht, die mir eigentlich ein Stück weit egal waren, wo ich mich inhaltlich gar nicht darauf vorbereitet habe und es mir auch nicht wichtig war, ob das jetzt so super formuliert ist oder so ganz toll vorgetragen ist. Die waren immer am lockesten, am entspanntesten und sind immer am besten angekommen. Die, wo ich versucht habe, jetzt perfekt das vorzutragen, da war ich immer so versteift und das war so anstrengend gewesen, auch für die Zuhörer so anstrengend, dass es eigentlich nicht gut war. Das heißt, die innere Angst, dieser Antreiber vor dem, was wir eigentlich nicht wollen, führt uns meistens in einen Zustand, der genau dazu führt, so zu sein, wie wir es eigentlich nicht wollen, durch die Angst. Das heißt, diesen Dingen nicht so viel Wichtigkeit beizumessen, hat auf mehreren Ebenen Mehrwert. Für uns, für unsere Angstsymptome, für unsere Nervosität, für unsere Gedanken. Das fängt ja schon bei kleinen Dingen an. Ich habe teilweise Sachen gehabt, da habe ich mit Kollegen kurz was gesprochen und im Nachhinein darüber nachgedacht, oh, wie ist das jetzt bei dem angekommen? Hoffentlich hat er das nicht zu persönlich genommen. Da bin ich nochmal hingegangen, hey, das war nur ein Witz gewesen, gell? Da sagt er, hey, was willst du denn von mir und so, ist doch alles okay. Ne? Und das nimmt das weg. Und hinzu kommt noch, dass wir meistens bei den Dingen, die wir tun, besser sind. Und dann auch erst gut ankommen bei den Schwiegereltern im Freundeskreis. Und selbst wenn nicht, dann sind es zumindest wir. Und dann machen wir uns auch nicht, und das ist das Entscheidende, warum tun wir den ganzen Scheiß denn? Warum machen wir das denn? Weil wir die Liebe von außen wollen. Weil wir die Anerkennung von außen wollen. Weil die Schwiegereltern sagen sollen, du bist der beste Schwiegersohn, den wir haben können. Du bist der beste Freund, den wir haben können. Du bist der beste Vorgesetzte. Du bist der beste Mitarbeiter. Du bist der, ja, das sagt das Außen uns. Und dann sind wir glücklich. Scheinbar. Das stimmt nämlich nicht. Denn was ist denn, wenn das alles wegfällt? Das ist eine Frage, die ein Psychologe mir mal gestellt hat. Was ist denn, wenn es das nicht mehr gibt? Das ist derselbe Effekt bei Sportlern, bei Hochleistungssportlern. Wenn
Rocky seinen letzten Kampf gehabt hat und das Licht ausgeht und es zum letzten Mal aus dem Ring steigt und keiner ihm zujubelt, keiner ihn mehr nach Interviews fragt und irgendwann auch die Letzten nicht mehr nach Autogrammen fragen. Wer ist dann Rocky Balboa? Was bleibt übrig? Und das ist eine sehr gute Frage. Denn diese Frage sollte man sich im übertragenen Sinne selber vielleicht stellen. Wer bleibt denn als Marius, wenn ich morgen meinen Job nicht mehr habe? Wo mir jeder, also es ist nicht so, aber nehmen wir mal an, jeder wird mir sagen, ich bin da super toll, super toll. Aber wenn ich das nicht mehr habe, wer bin ich dann? So, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es wichtig, seinen Selbstwert und sein Glück nicht. Und deswegen ist es eben sehr ambivalent oder schwierig, einer einzigen Sache in seinem Leben so viel Wichtigkeit beizumessen. Das sollte verteilt sein auf verschiedene Sachen und vor allen Dingen sollte das Meister an Selbstliebe am besten von einem herauskommen und nicht geknüpft sein ans Außen und an Leistung. Und dann kommt das automatisch, das verstärkt sich automatisch in dem Sinne, wenn man das versteht und auch irgendwann lebt und entspannt ist. Und wie gesagt, wenn ihr so ein Typ seid, dass ihr auch so hohe Ansprüche habt und auch dadurch so einen Druck macht und dadurch die Angstsymptome triggert. Und dann kann ich euch nur sagen, in dem Moment, und das klingt jetzt komisch, die Ärzte haben das mal gesungen, vielleicht verlinke ich euch das, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und das war bei mir immer so gewesen. Immer. Wenn es mir eigentlich egal war. Das sollte nicht ignorant klingen. Also natürlich sollte man natürlich vom Partner und von wichtigen Menschen, von der Familie, Brüdern, Schwestern, versteht mich nicht falsch, aber ihr wisst, was ich meine damit. Ne? Es gibt ganz viele Situationen im Leben, wo es eigentlich egal ist. Natürlich ist der eine Arbeitskollege uns auch nicht scheißegal. Aber es ist doch jetzt nicht wichtig, wie er diesen einen Satz, der kennt uns doch, wir kennen den doch auch. Und selbst wenn nicht, so. Ne? So, da gehen wir nur angstvoll durchs Leben. Ständig, kennt ihr das, so einen innerlichen Druck. Und erst wenn ihr allein seid, fällt er ab. So, und diesen Druck, den macht euch nicht das Außen. Den macht ihr euch. Denn wir spiegeln uns im Außen. Wir wissen manchmal gar nicht, wer wir sind. Das Außen spiegelt uns das. Wenn der Kollege sagt, ah, dann weiß ich, bin ich gut. Wenn der Chef sagt, dann weiß ich, bin ich gut. Aber ich muss das von außen gespiegelt bekommen. Und um das gespiegelt zu bekommen, muss ich was leisten. Ich muss so sein, ich muss das sagen, ich muss so das machen. Das baut Druck auf. Denn vielleicht kann ich das mal nicht. Nicht jeder funktioniert immer. Ich habe auch mal einen Scheißtag. Und ich sage, und vielleicht labere ich auch mal Scheiße. Vielleicht ist auch mal ein Video kacke oder so. So, also ich sage, viele Ängste fangen ja an, ihr kennt ja die Angst vor der Angst, dieser Teufelskreis. Und eine zweite Sache, die ich euch sagen kann als Tipp, geht offener mit Ängsten um. Sagt nicht vielleicht unbedingt jeden auf die Nase, bildet den nicht auf die Nase, ich habe eine Angststörung oder ich habe Panikattacken oder so. Aber ich fand es immer sehr heilsam, über Ängste zu sprechen. Ich habe Befürchtungen. Keine Ahnung, fängt eine neue Arbeitsstelle an und habe ich auch gemacht und habe gesagt, oh, ich mache mir schon Gedanken, wie das hier wird. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich, muss gucken, dass ich da gut damit umgehe. Und plötzlich haben, obwohl ich die Leute noch gar nicht kenne, aber auch angefangen, die Leute von sich zu reden und zu sagen, ja, mir geht's da auch. Und dann merkt man, man ist gar nicht so alleine. Es braucht keine Angststörung. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ganz viele Menschen, das habe ich so oft erlebt, sitzen in einem Raum, jeder hat Angst vor irgendeiner Sache, keiner spricht es offen an und wenn der Erste es tut, öffnen sich die anderen auch und dann ist Druck raus. Und diesen Druck, den macht man sich von vornherein. Der wächst in einem drinnen. Der findet nie im Außen statt. Niemals. Der findet nur im Außen statt oder findet in einem drinnen statt, weil man sich von außen abhängig macht. Das ist es. Man macht sein eigenes Glück von außen abhängig. Ich sage euch jetzt mal ein anderes Beispiel dafür. Bisschen platt gesprochen, das meine ich nicht respektlos. Aber wenn zum Beispiel die Putzfrau zu euch kommt, wie gesagt, nichts gegen die Putzfrau, das meine ich jetzt nicht so, versteht, wenn ich das jetzt erkläre, und die sagt, du Depp, du hast die Klobürste nicht benutzt. Ja, dann sagen sie, okay, ich habe die Klobürste nicht benutzt. Ja, okay, entspann dich, sorry, nächstes Mal benutze ich die. So, spätestens nach 2 Minuten haben wir das Gespräch vergessen. Warum? Weil die Putzfrau keine Gewalt über uns hat, weil wir der Situation keine Wichtigkeit zumessen und weil es uns egal ist, was sie über uns denkt. Sie spiegelt nicht unser Bild, das wir über uns haben, wider. Das ist nicht das Entscheidende. Wenn wir das nächste Mal sehen, haben wir keine Angst, mit der zu reden und sagen, oh, was sage ich jetzt, wie verhalte ich mich jetzt, Angstsymptome kommen. Nein.
Das ist eine interessante Frage. Warum haben wir es dann so bei gewissen anderen Leuten ständig in diesen Situationen? Das ist es ja. Also die Frage ist ja, das Spannende ist ja, wenn wir diesen Mechanismus begreifen, zu hinterfragen, wo kommt das her? Warum ist das bei uns so? Und mit Therapie, mit Übung, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ihr das rationell verstanden habt, hinterfragt das mal bei euch, ne? Ob ihr euch selber wiedererkennt, im Verein, egal was ihr macht. Da habt ihr, seid ihr besonders aufgeregt, Angstsymptome bekommen. Ihr habt Angst, in dieser Situation eine Panikattacke zu haben, Angst zu haben. So, das könnt ihr vielleicht auch gar nicht verhindern. Aber warum ist es euch so verdammt wichtig? Warum? Was wäre denn so schlimm, wenn das passieren würde? Das ist ja die interessante Frage. So, und dahin zu kommen, dass man in gewissen Situationen eine gewisse Entspanntheit hat, und das kann man nicht spielen. Ich konnte mir noch so oft sagen, du bist jetzt entspannt, ein Scheiß mache ich, ich war nie entspannt. Und dieser Druck da war, dieses im Außen sein Glück zu suchen, das gespiegelt zu bekommen, erst dann geht es einem gut und dann kommt die Erleichterung und dann darf man sich gut fühlen, weil selbst darf man das nicht. Das hat nichts mit hier drin zu tun. Hier drin ist man ein armes Schwein. War ich ein armes Schwein? So, ich war auf dieses im Außen angewiesen gewesen. Und das ist tödlich, trügerisch und führt nie ins Glück. Nie. Und auch zu denken, auch so eine Sache, zu denken, in der Zukunft liegt das Glück. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich diesen Job habe, wenn ich dieses Einkommen habe, wenn ich diesen Partner habe, kann ich euch sagen, alles Quatsch. Ich habe von Einkommensstufen, wo ich die letzten Woche im Monat nicht wusste, wie ich mir noch Alkohol kaufen soll, damals noch, ihr kennt ja meine Videos, oder Essen kaufen soll, so Situationen gab es. Ich habe Situationen gehabt, da bin ich auf die Straße gegangen und habe willkürlich Leute angesprochen, wo ich mir rauche, Zigaretten geschnorrt, weil ich kein Geld mehr hatte, bis hin zu Gehaltsstufen, wo ich gut verdient habe, sagen wir mal so, zum Beispiel für den Sommerurlaub nicht mehr sparen musste. Und es einfach da gewesen ist, das hat nie was geändert, ob es mir gut geht, emotional oder nicht. Im Gegenteil, völliger Quatsch. Hat gar nichts geändert. Es hat mir vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, dass ich wusste, ich kann noch mal ein halbes Jahr daheim bleiben, es würde nichts passieren. Also vielleicht auf einer gewissen Ebene so einen Druck rausgenommen. Aber glücklich macht sowas nicht. Nie so. Deswegen glaube ich auch den Leuten, weil ich das auch schon erlebt habe, dass ich wirklich einen guten Gehaltssprung gemacht habe und es nichts damit zu tun hat, dass ich glücklicher geworden bin. Und es gibt auch so eine Studie, jetzt will ich aber keinen Scheiß erzählen, ab einem gewissen Gehalt, ich glaube, das fängt bei 10.000 Euro an, das ist natürlich schon sehr viel, da kann man so viel mehr verdienen, wie man will, man wird nicht mehr glücklicher oder sowas, das gibt es dann nicht mehr. Weil wie viel, irgendwann hört es auch auf, wir kaufen uns ja auch ganz viele Dinge, von denen wir denken, wenn wir nicht viel Geld haben, dass wir dadurch irgendwie glücklich werden, das ist dann aber nur in dem Moment so. Ich habe mir eine PlayStation 5 gekauft, weil ich die zufällig bekommen habe, habe ich ja gepostet bei Instagram. Jo, und damit habe ich einmal gespielt, das ist auch ganz witzig, aber ich versuche von solchen Dingen wegzukommen, also so emotional wegzukommen. Ne? Völliger Quatsch, eigentlich brauchen wir nur ganz, ganz wenig. So, jetzt bin ich aber total abgeschwiffen. Ich wollte nur sagen, Tipp, wenn ihr sagt, also es löst nicht die Angst- und Panikstörung, versteht mich richtig, aber das ist eine Erfahrung, die ich euch mitgeben wollte. Verstehen, ganz viel Situationen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das mit 18, 19 gewusst habe. Jetzt bin ich 35 und ich hoffe, dass das in Zukunft noch mehr so wird. Erst wenn man älter wird, versteht man langsam, dass vieles gar nicht so wichtig ist. Mit dem wir aber so eine Wichtigkeit beimessen. Es war mir früher so immens wichtig, dort gut anzukommen, dort. Es ist sehr oft eigentlich egal und sehr oft, wenn man echt ist und einem das egal ist und dann dadurch echt ist, dann wirkt man auch sehr oft viel sympathischer. Also habe ich auch festgestellt. Deswegen nicht so viel Wichtigkeit beimessen, das Glück nicht im Außen suchen, sich nicht vom Außen emotional abhängig machen. Das bedarf aber Arbeit, weil wenn ich mich emotional vom Außen löse, muss ich Selbstliebe haben oder muss ich selber an mir arbeiten. Und das macht ja die Therapie, nach seinen Bedürfnissen zu gucken. Ne? Als Kind, wie gesagt, wussten wir, dass wir Fußball spielen wollen. Ich wusste, ich wollte vielleicht Nintendo spielen und morgen wollte ich Schnitzeljagd machen. Das konnte ich sagen. Heute kann ich das nicht mehr so sagen, weil heute kommen andere Faktoren hinzu. Ich will ja gemocht werden. So, ne? Und letztendlich verliert man sich darin und weiß zum Schluss gar nicht mehr, was man will. Weil man will eigentlich nicht das, was man will, sondern man will geliebt werden. Also will man das tun, um geliebt zu werden. Nicht um, keine Ahnung, Blockflöte zu spielen. Als Kind wusste ich, ich habe keinen Bock auf Blockflöte. Heute, vielleicht, wenn mein Vorgesetzter Blockflöte spielt, gucke ich mir zumindest mal an. Nein, aber, also ich verstehe das vielleicht so ein bisschen als Prinzip, ne? Zurück zu sich zu kehren. Auch wirklich mal kindlicher auch zu denken, teilweise so. Ne? Und Dinge
nicht so viel beizumessen, nicht so viel von außen abhängig machen. Und Dinge, wenn ihr hohe Ansprüche an euch selber habt, geht Dinge mal wirklich an und sagt, das ist mir egal. Auch, und das ist enorm schwer, viele haben mir gesagt, deswegen, was glaubt ihr denn, warum ich niemandem gesagt habe, dass ich mit YouTube anfange? Den Scheiß, den ich da gehört hätte, den könnte ich mir selber erzählen. Es hätte mich nur verunsichert, aufgewühlt, unnötige Gedanken gemacht, die ich selber versuche schon unter Kontrolle zu halten. So, ich habe niemandem erzählt, dass ich dieses Bewerbungsgespräch habe um diese hohe Stelle. Nein. So, weil ich mir selber versuche immer zu sagen, eigentlich ist mir das nicht so wichtig. Der Marius ist wichtig. Und es gibt einmal den Marius als Flaschengeist, einmal gibt es ihn als Vorgesetzten, einmal gibt es ihn als Ehemann, einmal gibt es ihn als Bruder, einmal als Sohn, in mehreren Rollen, und alles ist wichtig, und am Ende muss es mich aber noch als Menschen geben. Und das ist wichtig. Und alles, vieles ist da draußen nicht so wichtig, wie wir es empfinden. Das ist es halt. Und das macht uns viel Druck, weil wir immer wieder dem hinterherjagen und Angst haben, abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden, das nicht gespiegelt zu bekommen, weil dann sind wir wieder diese arme Wurst, die wir eigentlich sowieso sind. Sonst bräuchten wir das gar nicht. Wenn wir nicht so eine arme Wurst wären, dann bräuchten wir das gar nicht, ne? Weil dann würden wir uns sowieso lieben. Egal, ob der Kollege sagt, du Depp, oder sagt, du geiler Typ, natürlich höre ich lieber das als du Depp, aber davon sollte nicht mein Glück abhängen. Das ist ein Quatsch. Na, und das ist auch der Grund, vielleicht beobachtet ihr Menschen, die in ähnlicher Situation sind, wie ihr auch. Also die Rahmenbedingungen, oberflächlich betrachtet, sind dieselben. Aber irgendwie ist er voll entspannt und ihr seid ständig so unter Strom. Warum? Weil er vielleicht alles auch ganz anders sieht. So eigentlich, wenn er aus der Firma geht, nach Hause fährt, ist ihm das eigentlich so ziemlich egal. Und euch eben nicht. Weil er mit sich im Reinen ist und nicht diese toxischen Prägungen hat. Und Leistung ist gleich Liebe. Und Toni Kroos hat mal gesagt, ob ich 4-0 gewonnen oder 4-0 verloren habe, ist bei mir zu Hause egal. Und natürlich geht es ihm dann beim Spiel kacke, wenn er verloren hat. Aber dann hört das auf. Und das ist wichtig. Denn wenn das nicht so ist, machen wir uns die ganze Zeit Gedanken, was hat denn der eine Kollege gesagt? Warum mag er mich dann nicht? Warum? Und es lässt uns nicht los. Einfach nur wegen der Angst. Weil wir dem Ganzen so viel Wichtigkeit zumessen. Das ist es. Also ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen, weil ihr mich immer wieder fragt nach Tipps. Das ist jetzt nicht so der klassische Tipp, aber über die Jahre ist dieses Mindset gewachsen. Vielleicht in viele Dinge so ein bisschen als Phrase ist euch das ein bisschen vorgekommen, aber ich meine jeden Satz so, wie ich ihn gesagt habe. Und da kommt man nur peu à peu hin, mit vielen Baustellen, mit vielen Austausch mit Leuten, denen es genauso geht. Das hat mir sehr viel geholfen, Dinge auszuprobieren. Und vor allen Dingen halt auch eine Therapie zu machen. Und dann über die Jahre ist dieses Mindset gewachsen. Und ich hätte mir gewünscht, das hätte ich meinem jüngeren Ich gesagt, das, was ich gerade hier in die Kamera gesprochen habe. Mach dir nicht so viel Gedanken über so viel Scheiß. Das ist einfach gesagt. Das kann man aber nur, wenn man nicht vom Außen abhängig ist. Man macht sich ja nur Gedanken über das Außen, weil man davon abhängig ist. Und wenn das Außen nicht da ist und einem nicht sagt, dass man toll ist und sowas und dass man gut ankommt und beim Bewerbungsgespräch der Beste ist und der Kollege und was weiß ich was alles, dann ist man auf sich selber zurückgeworfen und bekommt das gesagt, was man sowieso schon befürchtet und versinkt dann in diesen geringen Selbstwert, ne, den man sowieso hat. Deswegen bräuchte man das ja nicht. Ich wiederhole mich an der Stelle. So, deswegen diese zwei Tipps an der Stelle, wenn es sowas überhaupt gibt, was mir sehr geholfen hat, als roter Faden, was ich immer mehr auch verinnerlichen konnte, als bleibt ein Weg. Und deswegen beschäftige ich mich ja immer noch mit diesen Themen. Viele fragen, warum beschäftigst du dich überhaupt noch damit? Ja, ich habe es im Livestream gesagt, die größten Fehler macht man im Sieg, nie in der Niederlage. Wenn ich aufhöre, mich damit zu beschäftigen, die Motivation, warum mache ich Dinge, ist das wieder das Außen, bin ich das, warum, was ist überhaupt meine Intuition dahinter, warum tue ich das überhaupt und sowas. Wenn ich damit aufhören würde, würde ich wieder anfangen, toxisch mir gegenüber zu sein, wieder nur vom Außen und über Liebe suchen und Leistung. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber das passiert langsam. Und irgendwann finde ich mich in einer Situation wieder, wo ich wieder kurz vorm Burnout stehe und wer nicht weiß, wer ich selber bin und eigentlich schon feststelle, dass ich nur unglücklich bin und da hilft auch kein Geld oder sonst irgendwas oder dass der Chef sagt, du bist toll und selber dich scheiße fühlst du dich scheiße. Und das alles sind nur Hygienefaktoren, nennt man das. Also im Meisterkurs habe ich das gelernt. Das sind Hygienefaktoren, die machen das Leben einfacher. Die machen dich nicht glücklich. Das ist völliger Schwachsinn. Bewirken das nicht.
Und das kann ich euch so mitgeben. So, und das kann man natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Deswegen macht eine Therapie, arbeitet daran, hinterfragt euch von Grund auf und sucht nicht Gründe und Schuldzuweisungen im Außen. Das hat im Außen nichts zu tun. Das kann ich euch wirklich sagen. Es hat nur mit einem selber was zu tun. Das Außen ist nur eine Projektionsfläche. Das Außen sind immer nur Rahmenbedingungen. Das, was hier stattfindet, das sind wir. Und wenn wir Dinge in uns emotional begründen mit dem Außen, dann haben wir schon ein Problem. Das ist schon das erste Problem. Natürlich gibt es Dinge, Schicksalsschläge, die nicht so einfach sind. Also davon spreche ich jetzt nicht. Wenn ein Verwandter stirbt, um Gottes Willen, dann berührt mich das auf jeden Fall. Das meine ich nicht. Aber diese alltäglichen Dinge, ihr versteht ja, was ich meine. Wenn die mich ständig so berühren und ich ständig über denselben Scheiß nachdenke, dann habe ich ein großes Problem. Und das hat was damit zu tun. Gut, meine Lieben. Also, heute ausnahmsweise mal zwei Tipps gegen Angstsymptome und Paniksymptome, die im Prinzip aus einem gewissen Mindset entstehen. Und das muss wachsen. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen, konntet ein bisschen was damit anfangen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Beantworte ich natürlich wie immer gerne. Ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich habe dieses Mal mein Stativ genommen, dass das Bild nicht ständig so wackelt. Könnt ihr mir auch mal sagen, ob das so besser ist. Ihr wisst, Lost Tape, One Take. Meine Lieben, like das Video, abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Gute. Bis dann. Ciao.